sag es nicht mehr weiter. Lass die Panik scheitern, folg, steh auf. Volk, steh auf. In allen deinen Farben, mit allen Eigenarten, Volk, steh auf. Volk, steh auf. Du bist der Souverän hier, ermächtigt euch, das sind wir, Volk, steh auf. Volk, steh auf. Dein Volk, steh auf. Mein Volk, steh auf. Unser Volk, steh auf, o Volk, steh auf. Vielen lieben Dank. Sehen uns dann nachher. Tschüss. Herr Ulay, servus. Genau, der Melchior begleitet uns auch eben bis zum Hinterfreier und wieder zurück. So, es kommt ein... Jetzt darf ich einen besonderen Redner ankündigen. Der Karl ist da. Wir freuen uns, dass er uns eben wieder aufklärt und diesen Wahnsinn wieder deutlich macht. Vor allem den anderen, die wo draußen stehen. Habe die Ehre, München! Es freut mich, dass ich da sein kann und in meiner Heimatstadt wieder einmal sprechen kann. Ich denke, dass das auch notwendig ist, nachdem in der letzten Woche der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Bedeutung bis zum 31. März 2022 festgelegt hat. Jetzt ist es soweit, dass ich alle Beamten unserer Staaten, also der Bundesstaaten und der Bundesrepublik, insbesondere aber die Führungsbeamten der Polizei und des Militärs auffordere, die Lage selbst zu beurteilen. Sie sind der Garant für unsere Grundrechte und der Garant für die Erhaltung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Polizeien und die Spitzenbeamten sind am besten politisch ausgebildet. Die wissen ganz genau, wo ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung stattfindet und wo die Grenzen zu einem totalitären Staat sind. Und auch den Beamten steht der 20 Absatz 4 das Widerstandsrecht gegen jeden, der es unternimmt, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen und die Grundrechte der Bevölkerung zu beschneiden, zu. Also leistet diesen Widerstand für unsere Bevölkerung, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Keiner von euch hat einen Eid auf irgendeinen Politiker oder auf irgendeine politische Richtung geschworen, sondern auf das Grundgesetz und die Verfassungen und damit, dass ihr die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrecht erhaltet und den Menschen die Grundrechte gewährleistet.
Und genau dazu fordere ich euch auf. Ihr müsst doch merken, wenn ihr von der aktuell völlig durchgeknallten Politik, geführt von einer durch nichts legitimierten Zentralkomitee 2.0, Kanzlerin und 16 Ministerpräsidenten, schikaniert die Bevölkerung und ihr dürft nicht mitmachen. Ihr kennt genau, wie unser Staat aufgebaut sein muss. Ihr wisst genau, dass es eine Gewaltenteilung geben muss. Ihr wisst genau, dass eine Regierung, also die Exekutive, die über ein Jahr selbst Verordnungen mit Gesetzescharakter macht, die Verfassung bricht und dass diese Verordnungen deshalb auch nicht gelten können. Zudem könnt ihr alle lesen und rechnen. Definitiv kann man heute aus den öffentlichen Statistiken entnehmen, dass von allen Menschen, die tatsächlich an Covid-19 erkrankt waren, we'll be right back.